So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Road to Glory. In den letzten Folgen haben wir gewonnen. In der letzten Folge haben wir 2 Siege eingefahren und auch dementsprechend hoch. Können wir nochmal reingucken. Ja, gegen den FC Black haben wir 0-7 gewonnen und gegen Siki Chains TR haben wir 6-0 gewonnen. Und heute wollen wir Ligameister werden. Das wäre schon mal gar nicht so verkehrt. So, dann können wir hier mit dem türkischen Team spielen heute, um unsere Bundesliga-Mannschaft wieder mehr Fitness zu verschaffen. Also, ich suche uns einen Gegner und dann geht's sofort los. So, wir haben einen Gegner gefunden, Botto FC. Mal sehen, was er für ein schönes Team hat. Wir nehmen hier unser Schweden-Trikot, denn das hat uns in den letzten Folgen einfach nur Glück gebracht. Ich hoffe, dass wir jetzt hier nochmal genauso gut abschneiden können. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. 76er Bewertung, 73er Chemie. Aber vorsichtig, Freunde, mit einer schlechten Chemie spielt man überragend gut. Die Schwachstelle wahrscheinlich der Linksverteidiger als Bronzespieler und ein Silberinnenverteidiger. Mal sehen, wie es läuft. Wir springen direkt ins Spiel. So, wir haben Anstoß und die türkische Liga geht jetzt voran. Mal sehen, ob wir das gegen diese Mannschaft schaffen. Und Miredisch, der passt oben links ins Eck. Wunderbar, 1-0 nach 20 Minuten, aber der passt. Miredisch, der hat einfach nur einen überragenden Schuss. Schauen wir uns das gerne nochmal an. Schön gemacht da, frei durchgesetzt, zieht noch rechtzeitig ab, bevor der Verteidiger kommt. Und dann steht es hier 1-0. Bringt er den wieder durch? Und jetzt steht er da in der Mitte vollkommen frei. Und der Pass, das gibt's überhaupt nicht. Kann ich nicht verstehen, wie der so einen Druck hier aufbauen kann. Wahnsinn. Der passt da satt unten ins Eck. Raus da auf Nani. Jetzt bring die Flanke rein. Der ist drin. Was ist das denn für ein geiles Tor? Sehr schön. Das würde ich gerne noch mal sehen. War das jetzt ein Eigentor? Unglückliche Aktion. Der Ball geht ins eigene Netz. Und mit der Hacke ist das ärgerlich. Sehr schön. 2-1. Oh, schöne Pässe, die gehen da satt durch. Quaresma! Ach, nein. Wir gehen in die Halbzeit mit einer Führung. 2-1. Alles noch offen. Starten wir mal die zweite Halbzeit. Anstoß für den Gegner. Läuft das jetzt wieder für uns hier? Da ist er aufmerksam und hat den Ball. Klasse. Und jetzt Nani. Yilmaz. Na, Yilmaz ist durch. Zieh ab da. Mann, das gibt's ja nicht. Den hält der Torwart natürlich. Der Ball geht da in die Mitte und der passt dann zum 2-2. Das gibt's doch gar nicht. Das ist der Torhüter, den ich bekomme. Unglaublich. Das gibt's nicht. Wieder so ein Team, was eine übel schlechte Chemie hat. Vielleicht können Sie das Ruder noch rumreißen. Steht er da Gold richtig? Wahnsinn. Und wieder treffen Sie. 2 Tore binnen so kurzer Zeit. Wahnsinn. Ah, die Szene war eben noch nicht vorbei. Der Ball war frei, nachdem der Torwart pariert hat. Und dann geht er doch noch. So, Nani läuft einfach mal durch. Macht hier das 3-3. Die Wiederholung schauen wir nicht an, denn wir brauchen hier einen Sieg. Er lässt
lässt seinen Gegenspieler stehen. Und jetzt flanken. Elfmeter, den holt Nani wunderschön raus. Unsere Möglichkeit jetzt wieder zum dritten Mal in Führung zu gehen. Den nimmt Nani natürlich dankend an. Und jetzt müssten wir den nur noch verwandeln. Den macht Merrill Lash. Oben rechts, komm, oben rechts. Ja, wunderschön, der passt oben rechts rein. Damit gehen wir wieder in Führung in der 81. Minute mit 4:3. Was für ein Spiel hier. Glück, dass der nicht an die Latte knallt. So, die 90. Minute ist angebrochen. Unser Gegner kommt hier nochmal über die linke Seite, verliert den Ball nicht, bringt die Flanke. Die kommt nicht an. Jetzt nochmal nach vorne das Ding. Diego, ach, schade, nimmt ihr nicht mit. Oh, der steht da wieder vollkommen frei. Aber Kaya passt da hinten noch auf, geht noch entscheidend dazwischen und es gibt so einen Freistoß für uns. Den Ball nach vorne auf Nani. Und nochmal durch da, sehr schön. Und chippt den dann nochmal rüber auf Diego, aber der kann den nicht mitnehmen. Komm Schiedsrichter, pfeif ab. Gib uns hier den Sieg. So ist es. Wir gewinnen das erste Spiel in dieser Folge mit 4:3. Was für ein Spiel. Viele Tore auf beiden Seiten natürlich. Bester Spieler Merrill Lash. Und wir bekommen nochmal 688 Münzen. So, damit bräuchten wir nur noch einen Sieg, damit wir den Titel holen. Und ich würde das schon gerne in dieser Folge schaffen. Dazu nehmen wir unser Bundesliga-Team. Die sollten ja wieder fit sein. Wunderbar. Und dann suchen wir uns einen Gegner. Und ich hoffe, dass wir da gewinnen werden. So, einen Gegner haben wir gefunden. Bonn SC. Und ich hoffe natürlich, dass der hier kein gutes Team hat. Wenn er jetzt noch annimmt, er nimmt an. Wir nehmen wieder unsere Schweden-Trikots. Und dann schauen wir mal rein, was er für ein Team hat. So, wir sehen das Team von unserem Gegner. 100er Chemie, 83 Stärke. Oh ja, ein Liga-BBVA-Team. Relativ viel Pace. Und Toni Kroos, der gut schießen kann. Na, bin ich mal gespannt, ob wir hier in Liga 9 unseren Titel holen im zweiten Spiel. Oder ob wir hier kläglich versagen werden. Schöner Ball da auf Fabian Johnson, jetzt enttäuscht mich nicht, das gibt's nicht, der enttäuscht mich, da komme ich einmal durch und dann geht der da am Tor vorbei. Boah, dann ist erstmal Halbzeit, wir gehen hier in die Halbzeit mit einem 0:0, echt spannend das Ding. Noch 2 Minuten oben drauf. Nochmal durch auf Johnson. Der kann schon gar nicht mehr. Den muss er jetzt machen. Nein! Den Ball hat er. Und den Ball hat er sich geholt. Götze. Und jetzt ein Schuss. Ach, Gustavo zieht den voll auf den Mann, ey. 0:0, aber okay, immer noch näher dran am Ligatitel. Ist in Ordnung, wir nehmen einen Punkt mit. Und das heißt für unser Zählerkonto 12 Punkte, 3 Spiele haben wir noch und einen Punkt benötigen wir noch. So, wir machen jetzt noch ein Spiel. Ich habe den meisten nur eine Fitnesskarte gegeben. Und ich nehme Geis mal noch mit, falls wir einen guten Freistoß bekommen. Denn wir haben ja gar keinen guten Freistoßschützen. Wir suchen uns in der heutigen Partie den letzten Gegner. Und ich hoffe, dass wir das noch schaffen, hier einen Punkt mitzunehmen. So, Gegner gefunden. Kuckucku. Und er hat sein Mikrofon an. Wenn wir da gewinnen, hoffe ich doch mal, dass der ausrastet. Ah, Serie A. Mir juckt die Nase. Ich bin gespannt, wie er spielt. Non-Rare Torhüter. Und dann sehen wir uns im Spiel. Jetzt gibt's Antonio und Tor. Geht hier noch was? Sie liegen hinten.
Ach, Freunde der Sonne. Der hat nichts vom Spiel und dann kommt ein Pass nach vorne. So, was ist jetzt? Gibt's Armbrot oder was ist los? Er spielt nicht mit, das ist unsere Möglichkeit. Wir gehen hier in die Halbzeit. Schaffen es nicht mal, wenn er nicht mitspielt. So, zweite Halbzeit. Ist der Kollege denn wieder da? Oder was? Wenn nicht, dann sollten wir unsere Chancen jetzt einfach mal nutzen, um mir noch den Ausgleich auf jeden Fall zu machen und das Ganze denn zu halten. Geht doch. Machen wir uns noch den Ausgleich hier. Obwohl der nicht mitspielt, kriegen wir es nicht auf die Reihe, hier ein Tor zu schießen. Wahnsinn. Anderen Kameraperspektive. Guter Einsatz. Er hat den Ball. So, wenn er das jetzt bis zum Ende so durchzieht, dann bin ich da sehr froh drüber. Aber ist halt unser Gegner, ne? Was soll's uns stören? So. Hat ja ewig gedauert, dass wir das 3:1 machen und er spielt einfach nicht mehr. Er ist wahrscheinlich nicht mal an seiner Konsole. Ich habe keine Ahnung, wo der hin ist. Ein gebrauchter Tag für den Keeper. Aber vielleicht gibt es wirklich Abendbrot und der muss jetzt erstmal was essen. Wer weiß, wer weiß. Soll uns nicht stören. Wir bekommen unseren Titel geschenkt. Ja, was soll ich euch erzählen? Der Gegner schenkt uns hier mit seiner Aktion den Titel. Ich weiß nicht, was ihm das gebracht hat. Aber ist egal, wir schießen hier 4 Tore. Und in der 75. Minute sollte da auch nichts mehr anbrennen. Selbst wenn er jetzt nochmal mitspielen sollte. Wir werden uns jetzt den Ball holen und im Ballbesitz bleiben. Ja, Nachspielzeit läuft. Und dann ist Schluss. Wir gewinnen unseren Ligatitel durch ein Geschenk von unserem Gegner, der am Anfang wirklich richtig gut mitgespielt hat und dann auf einmal weg war, nicht mehr spielen wollte. 3500 Münzen hier für uns. 15 Punkte und Liga Nummer 8 steht also an. Ich bin gespannt, ob wir da auch noch so gut abschneiden werden. Und ich glaube, dann wird es langsam Zeit, dass wir uns hier einen neuen Stürmer holen. Also, ich sage ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. We was OG like DOC, remember that? My TOC was quite OD, ID my facts. Now POV of you and me, similar Iraq. I don't hate you, but I hate to critique, overrate you.